wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das musst du merken, wann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain, der die Panik alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Wenn ich diesen Besuch im Spacecamp gewinne, vergesse ich euch das nie. Geschafft, der Fisch hängt im Haken. Dir ist doch hoffentlich klar, dass du dir so die Knie ramponierst. Aber ich muss unbedingt meine Beinmuskeln trainieren. So was hatten wir mal vor 3 Jahren. Wo haben Sie denn diese Unterlagen herbekommen? Schon gut. Von wegen, die sind stolz darauf, meine Freundinnen zu sein. Konzentriere dich. Ich weiß, dass es dir gleich einfallen wird. Könnte es vielleicht sein, dass Sie ihn hypnotisiert haben? Wo ist Benetoga? Ich muss in den Senat. Benjamin, jetzt reicht's. Du bleibst bitte hier. Benjamin, ich wollte dir nur mitteilen, dass ich deinen Auftritt heute mit einer 6 benotet habe. Aber ich hatte wirklich das Gefühl... Gefühle hin, Gefühle her. Es sei denn, du kannst beweisen, dass ich wirklich hypnotisieren kann. Und seit wann sucht denn die Mutter von Dennis nach ihm? Sie ist vor einigen Wochen aus Angola gekommen. Dennis? Ja? Ich bin deine Mutter. Was wollen Sie von mir? Ich habe keine Mutter mehr. Meine Mutter ist tot. Entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Koslowski. Sie sind Dennis' Mutter? Ja. Dennis, erkennst du mich nicht? Entschuldigung, wenn ich mich einmische. Mein Name ist Berger. Ich arbeite für Tertisom. Wir haben Frau Nakiba geholfen, Dennis ausfindig zu machen. Dennis lebt jetzt hier im Internat. Ich weiß. In den Ferien ist er mal bei uns. Sagten Sie eben Nakiba? Ja, bei Dennis' Einreise hat es einen Fehler gegeben. Er müsste eigentlich Nakiba heißen. Und Sie sind wirklich Dennis' Mutter? Bitte, das vermischte ich jetzt nicht ein. Frau Nakiba hat sich uns gegenüber ausgewiesen und trotz dieser Buchstabenverwechslung gibt es nicht den geringsten Zweifel. Aber wir haben ihn adoptiert. Davon höre ich zum ersten Mal. Stimmt das? Wir haben es Dennis versprochen. Wir sind nur noch nicht dazu gekommen, den Antrag zu stellen. Er gehört zu uns. Ich war Dennis. Ja, ich will hier bleiben. Das wirst du auch. Aber Dennis, ich bin deine Mutter. Ich musste dich damals wegschicken, um dich zu retten. Dennis! Nein, bitte, das bringt jetzt wirklich nichts. Und ob das was bringt? Du hast ein heißes Date. Gerade als du stark klar bist, ruft deine Freundin an. Sie ist verzweifelt und weint. Ihr Freund hat mit dir Schluss gemacht. Was tust du? Na, zu ihr hingehen und sie trösten. Und ein heißes Date lässt du platzen? Nee, wenn du mich so fragst, eigentlich nicht. Lies doch mal die Antworten vor. Ah, ich verschweige nicht, dass ich im Stress bin, aber letztendlich würde ich... Was fällt euch ein, mich so zu verarschen? Ihr seid doch das Allerletzte! Was ist mit dir los? Jetzt tut doch nicht so unschuldig, das wisst ihr doch ganz genau. Komm runter, Charlie. Komm runter. Soll ich euch zum Dank noch die Füße küssen? Nein, aber du könntest uns wenigstens sagen, was passiert ist. Ich habe mich eben total blamiert. Das ist passiert, ihr Betrügerinnen. Ihr habt das Datum verändert. Und ich, blöde Kuh, ruf auch noch bei der ESA an. Wegen des Wettbewerbs. Es tut uns leid, wir wollten nur einen kleinen Spaß machen. Und dir irgendwie zeigen, wie irre aussichtslos das Ganze ist. Du vergräbst dich da in etwas völlig Verrücktes. Wenn hier jemand verrückt ist, dann seid ihr das. Bitte, Charlie, das war wirklich nicht so gemeint. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Und jetzt mache ich erst recht weiter. Und vergiss nicht, den Mann im Mars von uns zu küssen. Oh, hey, Dennis, kannst du nicht aufpassen, Mann? Jetzt kann ich die ganze Seite neu streichen. Du konntest dich ruhig bei meinem Wahl entschuldigen. Hey, Dennis, was ist denn los? Ich will diese Mutter nicht. Was hast du denn plötzlich gegen Frau Koslowski? Ich will diese Mutter nicht. Lass mal, ich kümmere mich schon um. Dennis, hör auf. Gemeinsam packen wir das schon. Ich will aber hier bleiben. Worum geht's denn eigentlich? Will deine Mutter Dennis von der Schule nehmen? Quatsch. Dennis' echte Mutter ist gerade in der Eisdiele aufgetaucht. Wie bitte? Aus Angola? Ja. Was ist daran jetzt so schlimm? Was würdest du denn sagen, wenn sich plötzlich jemand auf dich stürzt und behauptet, er sei deine Mutter? Na, ich würde mich freuen an deiner Stelle. Mann, wann kapierst du denn endlich? Er gehört zu uns. Aber wer sagt denn, dass sie ihn mitnehmen will? Niemand. Aber ich weiß, dass es so ist. Keine Panik, kleiner Bruder.
Erst schickt sie mich weg, dann dachte ich, dass sie tot ist und jetzt macht sie alles kaputt. Egal, was passiert, Winnetou und Old Shatterhand bleiben zusammen. Ihr blöden Hühner! Euch werde ich es zeigen. Hallo, Charlotte. Na, Stress? Ja. Darf man fragen, weshalb? Sie sind nicht zufällig im Auftrag von Franziska und Tessa hier. Nee, wie kommst du nur darauf? Die beiden haben mich eben total verarscht. Achso, und womit haben sie dich auf den Arm genommen? Mit einem uralten Wettbewerb der ESA, den sie mir als absolute Neuheit verkauft haben. Und ich, Trollo, fall auch noch darauf rein. Meinst du nicht auch, dass du bei deinen Weltraumträumen manchmal wirklich ein bisschen zu heftig unterwegs bist? Sie glauben also auch nicht, dass ich das schaffe. Na klar kannst du das schaffen. Aber du musst dir darüber im Klaren sein, dass von 10.000 Bewerbern am Ende vielleicht 8 oder 10 übrig bleiben. Und warum sollte ich nicht dabei sein? Weil dazu jede Menge Glück gehört. Das ist bei allen Träumen so. Was wollen Sie eigentlich wirklich? Ich will, dass du im Unterricht wieder ganz normal mitarbeitest und dass du deine Freundinnen und deine Hobbys nicht vernachlässigst. Aber Sie sagen doch immer, wenn man etwas anfängt, soll man es richtig machen. Richtig. Das heißt aber nicht, dass man die Dinge maßlos übertreibt. Übrigens, es gibt in Berlin-Wuhlheide ein Raumfahrtzentrum. Die veranstalten einen Tag der offenen Tür. Da kriegst du Informationen im Internet. www.orbital-berlin.de. Ich freue mich aufrichtig, Sie kennenzulernen, Frau Nakeba. Tja, und naja, den Dennis haben Sie uns schon getroffen. Es tut mir leid. Ich wollte ihm nicht erschrecken. Ich weiß, wie auch immer. Es hat ihn ganz schön verstört, diese plötzliche Begegnung mit Ihnen. Ich war noch mal mit Frau Kunze, unserer Erzieherin, bei ihm. Es war ein dummer Zufall. Wir haben in der Eisdiele auf Ihren Anruf gewartet. Da kam Dennis plötzlich rein und da konnte Frau Nakeba einfach nicht anders. Bitte verstehen Sie doch. Sie müssen sich überhaupt nicht entschuldigen, Frau Nakeba. Ich hätte wahrscheinlich an Ihrer Stelle ganz genauso gehandelt. Darf ich zu ihm? Ich denke, im Augenblick vielleicht besser nicht, weil das Ganze war doch ein Schock für ihn. Dennis fühlt sich sehr wohl bei uns. Er hat Angst, dass sich alles wieder ändern könnte. Aber ich will, dass es Dennis gut geht. Aber das wollen wir doch alle, Frau Nakeba. Welche Pläne haben Sie denn mit ihm? Was haben Sie mit ihm vor? Ich weiß es nicht. Aber ich will ihn auf keinen Fall noch einmal verlieren. Wie ich Ihnen bereits sagte, Frau Nakeba hat ein Touristenvisum, das in den nächsten Tagen abläuft. Ach, er soll also tatsächlich mit zurück nach Angola? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Frau Nakeba ist in einer schwierigen Situation. Einerseits versteht sie, dass es Dennis hier sehr gut geht. Andererseits möchte sie wieder mit ihm zusammen sein. Also, ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz. Also, ich würde Sie um etwas bitten. Natürlich. Sprechen Sie mit Dennis vorerst keinesfalls darüber, dass Sie ihn möglicherweise mit nach Angola nehmen wollen. Ich fürchte, in seinem momentanen Zustand wird er das nicht verkraften. Hi. Hi. Ich habe gehört, du möchtest die Erste auf dem Mars sein? Ja, was dagegen? Nein, überhaupt nicht. Solange ich nicht mitfliegen muss. Kennst du eigentlich das Raumfahrtzentrum in der Wuhlheide? Nee, tut mir leid, davon habe ich noch nie was gehört. Da kann man selber eine Mondlandung ausprobieren. Echt? Lass mal sehen. Wo liegt denn das eigentlich? Gar nicht mal so weit weg. Hier, in Berlin-Köpenick. Und woher kennst du das? Das war ein Tipp von Herrn Fabian. Sag mal, wie siehst du das eigentlich, dass ich Astronautin werden will? Ach, ganz entspannt. Obwohl, mein Ding wär's nicht. Immerhin geht jeder 50. Flug schief. Im Augenblick. Aber das wird sich bestimmt noch ändern. Du hast bestimmt recht. Andere Berufe haben schließlich auch so ihre Risiken. Guck mal, hier kann man einen Tag mit einem echten Astronauten gewinnen. Astro oder Kosmonauten? Ist das nicht das Gleiche? Was? Das weißt du nicht? Die Astros waren mit den Amis unterwegs und die Kosmos mit den Russen. Ach so, dann nenne ich in Zukunft einfach alle Astrokosmonauten. Was hältst du davon, wenn wir deinen Astrokosmonauten gemeinsam besuchen? Du willst wirklich mitkommen? Natürlich, so eine Mondlandung lasse ich mir doch nicht entgehen. Und was ist, wenn wir den wirklich gewinnen? Ganz einfach. Dann teilen wir ihn uns eben. Quer oder längs? Einen Espresso bitte, ja? Kommt sofort.
Na, so tief in Gedanken versunken? Und da sind Sie ja schon. Ich habe Sie gar nicht bemerkt. Am besten, Sie kommen gleich zur Sache. Ich habe leider nicht mehr Zeit als für einen Kaffee. Ja, ganz wie Sie wünschen. Ich freue mich ja, dass Sie überhaupt Zeit für mich haben. Also, worum geht's denn? Es fällt mir nicht so leicht, darüber zu reden. Na, nur Mut. Sagen Sie, Sie behandeln doch sicher Ihre Patienten auch unter Hypnose, oder? Nicht jeden, aber bei Patienten mit besonders großer Angst- oder Betäubungsmittelallergien ist diese Methode durchaus üblich. Das heißt, Sie können hypnotisieren? Ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Verstehe ich das richtig? Sie haben einen größeren Eingriff vor sich? Nein, und überlegen. Nein, nein. Einmal das Schokoladeneis. Und einmal Espresso. Grazie. Prego, prego. Können Sie sich vorstellen, dass jemand, der es nicht gelernt hat, dass der einen anderen Menschen hypnotisieren kann? Wie kommen Sie denn darauf? Naja, in meinem Bekanntenkreis ist so ein Fall geschehen und die betroffene Person hat mich einfach um Rat gefragt. Und was genau ist da passiert? Der Gesprächspartner dieser betroffenen Person ist ganz plötzlich in Trance gefallen, ohne dass er sich das erklären konnte. Das ist interessant. Halten Sie das für möglich? So undenkbar ist das nicht. Da fällt mir ein, ich habe kürzlich gelesen, man kann sich sogar selber hypnotisieren. Nein. Und wie funktioniert das? Ja, wie genau ging das? Also, man schließt die Augen, geht in Gedanken ganz langsam eine Treppe hinunter und zählt dabei von 10 an rückwärts. Also ich zähle bis 10 und dann gehe ich die Treppe rückwärts. 1, 2. Ja. Also da wird mir ganz schwindelig. Sie sollen rückwärts zählen, nicht rückwärts gehen. Bevor Sie jetzt wieder loslegen, war es das, was Sie von mir wissen wollten? Ich müsste nämlich... Ja, natürlich. Also haben Sie vielen Dank für den Espresso. Nein, den Espresso übernehmen natürlich ich. Haben Sie vielen Dank. Danke. Ach komm schon, Dennis. Es hat doch keinen Sinn, die Augen zu verschließen. Deine Mutter hat ein Recht, dich zu sehen. Aber ich will hier bleiben. Wer sagt denn, dass du weg sollst? Niemand. Na also. Aber ich weiß es. Dennis, deine Mutter ist extra aus Angola gekommen, um dich zu finden. Aber ich habe Angst. Es gibt aber keinen Grund, Angst zu haben. Kannst du dich endlich aufhören? Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Naja, das bildest du jetzt aber ein, oder? Du bist ja echt ganz heiß. Okay, du bleibst jetzt einfach liegen und ich sag Frau Seifert Bescheid. Was ist denn los mit dir, ne? War irgendwas mit dir Eis nicht in Ordnung? Nein, nein, das war vorzüglich wie immer, aber mir geht's heute nicht so. Sagen Sie mal, können Sie sich vorstellen, dass man anzweifelt, etwas zu können, was man augenscheinlich kann? Ob ich schon mal daran gezweifelt habe, etwas zu können, was ich kann? Non lo capito. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen, Dottore. Es gibt da jemanden, der behauptet, ich hätte ihn hypnotisiert. Sie haben jemanden hypnotisiert? Nein! Naja, möglicherweise doch. Kann ich mich einen Augenblick zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Also, ich habe heute Morgen den Schüler Benjamin Levin eindringlich gebeten, sich zu konzentrieren. Und? Ja, und dann habe ich ihn wahrscheinlich länger fixiert, als es üblich ist. Ja, und schwupps war der weg. Wie? Einfach richtig verschwunden. Was? Nein, weg. In Trance, in einer anderen Welt. Und Sie meinen nicht, dass er Ihnen hat etwas vorgespielt, eh? Naja, da habe ich auch schon dran gedacht. Aber eben hat mir der Dr. Schatz, der ja ganz viel mit Hypnose arbeitet, erklärt, dass er das für möglich hält. Das ist ja unfassbar. Ja. Und was haben Sie jetzt vor? Ja, am liebsten würde ich einen kleinen Test machen. Hätten Sie nicht Lust, mir zu helfen? Ich bin mit Sicherheit nicht die richtige Objekt. Ich versuche immer, die Kontrolle zu behalten über mich. Ja? Ja, aber das ist doch bestens. Auf diese Art und Weise können wir ganz schnell erfahren, ob ich hypnotisieren kann oder nicht. Oh, bitte. Also gut. Für Sie tue ich sowieso fast alles, Dottore. Also, fangen wir an, ne? Ja, aber doch nicht jetzt. Können Sie nicht morgen Ihre Kaffee ein bisschen später öffnen, damit wir unter uns sind? Mhm.
Wie geht es ihm? Tag, Seifert. Na, Kleber. Er hat immer noch über 39 Fieber. War der Arzt schon bei ihm? Ja, es scheint nichts Ernstes zu sein. Ich mache ihm gerade Wadenwickel. Kann ich mich zu ihm setzen? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist wohl am besten, wenn wir ihn jetzt schlafen lassen. Das Ganze war wohl etwas viel für ihn. Frau Nackleber, bitte, kommen Sie. Es ist besser so. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn er aufgewacht ist, ja? Was ist denn? Ist die Polizei hinter uns her? Oder der Geheimdienst? Der Geheimdienst bin ich. Na, spuck mal aus, was Sache ist, Mrs. Bond. Ich habe eine wirklich heiße Info für euch. Ja, schieß schon los, oder sollen wir erst die Fenster verdunkeln? Nun komm, mach's nicht so spannend. Es geht um euer Wölfchen. Er will meinen Vater hypnotisieren. Ich lach mich schlapp, das kann er doch gar nicht. Ja, das soll so ein Test werden. Ein Test? Ja, er will herausfinden, wie er es geschafft hat, einen gewissen Benjamin Levin zu hypnotisieren. Ey, das war ein Fake. Dachte ich's mir doch. Moment mal. Das ist doch die Chance, wie du deine Sex wieder loswerden kannst. Ja, das klappt doch bei Pino aber nie. Stimmt, bei meinem Vater hat er echt keine Chance. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, dein Vater macht mit. Ey, geile Idee. Könntest du nicht mal mit deinem Vater reden? Na klar, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mitmacht. Im Ernst? 100 pro. Und wieso? Weil er mir oft genug erzählt hat, wie sehr er unter seinen Paukern gelitten hat. Und außerdem würde seine Tochter sonst ganz schrecklich sauer werden. Meinst du wirklich, wir gewinnen? Wie sagt mein kleiner großer Bruder immer so schön? Man hat schon Pferde kotzen sehen. Und was fragen wir ihn dann? Keine Angst, wir gewinnen nicht. Und was ist, wenn doch? Wenn doch, dann fragen wir ihn zum Beispiel, ob ihm beim Fliegen schon mal schlecht geworden ist. Meinst du wirklich, der findet sowas komisch? Keine Ahnung. Was würdest du denn von ihm wissen wollen? Zum Beispiel, wie man sich in der Schwerelosigkeit wäscht? Nicht schlecht. Oder wie so ein Weltraumklo funktioniert. Auf geht's, der Mann hat keine Chance mehr. Also nutzen wir sie. Einen Augenblick. Ich glaube, ich muss noch mal auf die Toilette. Wahrscheinlich die Aufregung, gell? Ja, schon gut. Hoffentlich spielt dein Vater mit. Keine Sorge, das hat er mir fest versprochen. Wo will er den Hetz hin? Den will er nicht etwa abhauen. Psst, nicht so laut, sonst hört er uns noch. Keine Angst. Accuser, sie ist verschlossen, ne? Entschuldigung, ich wollte nur sicher sein, dass wir auch wirklich alleine sind. Also, von mir aus können wir anfangen. Ja. Oh, ich glaube, ich muss eben auch noch mal auf die Toilette. Sieh mal, ich glaube, da drüben ist er. Wer? Na, dieser Bernd Walter. Ja. Stimmt, das könnte er sein. Lass uns hingehen. Spinnst du? Wir können doch da nicht einfach hingehen. Natürlich. Fragen haben wir doch genug, oder? Das ist später von den. Nein, ganz so. Hallo. Später von den Amerikanern eingesetzt worden. Ja, hallo. Sind Sie der Astrokosmonaut, den man heute gewinnen kann? Astrokosmonaut ist gut, ja. Aber gewinnen könnte mich nur für einen Tag. Sie waren also so richtig im All? Ja, natürlich. Und sind Sie auch mal aus Ihrer Raumkapsel ausgestiegen? Ja, und das war ziemlich aufregend. Das erste Mal, als ich ausgestiegen bin, sind wir... Nein, ganz im Ernst, das war in unserer Mission leider nicht vorgesehen. Ist Ihnen beim Fliegen eigentlich schon mal so richtig schlecht geworden? Gute Frage. Ja, das war allerdings nicht im Weltraum, sondern als ich mit einer ganz kleinen Maschine über der Nordsee in einen Sturm gekommen bin. Glauben Sie, dass Leben auf dem Mars möglich ist? Ja, auf dem Mars gibt es Wasser und Wasser ist immer ein Zeichen dafür, dass Leben möglich ist. Deswegen wollen wir Menschen ja auch unbedingt dahin. Ich würde wahnsinnig gerne als Erste zum Mars fliegen. Denken Sie, dass es eines Tages möglich ist? Ich denke schon. Wie alt bist du denn? 12. Na so, in 10 oder 20 Jahren könnte es durchaus soweit sein. Ich fürchte allerdings, wenn du die Erste sein willst, die auf dem Mars landet, musst du nach Amerika auswandern. Die sind da nämlich ziemlich eigen. Aber schließlich zahlen die auch das meiste Geld dafür. So, ich glaube, wir müssten jetzt, Herr Walter. Ja, okay. Viel Glück beim Drehtest. Vielleicht gewinnt ihr mich ja.
Danke, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Schauen Sie mir bitte in die Augen. Ganz fest und tief. Halten Sie den Blick. Ja, sehr schön. Und jetzt konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Ganz fest. Und jetzt schließen Sie die Augen. Wir sind vollkommen ruhig, ganz ruhig und entspannt. Sehr schön. Und jetzt öffnen Sie den Mund und strecken die Zunge heraus. Ganz weit, ja, sehr schön. Und jetzt nehmen Sie die Zunge wieder zurück. Ganz zurück, ja. Sie sind ganz ruhig und entspannt, sehr schön. Jetzt fassen Sie sich mit der linken Hand an das rechte Ohr. Mit der linken Hand an das rechte Ohr. Sehr gut. Sie sind ganz ruhig und entspannt. Und jetzt fassen Sie sich mit der rechten Hand an das linke Ohr. Und jetzt machen Sie die Augen auf und wachen wieder auf. Und, wie fühlen Sie sich? Irgendwie bin ich immer noch ein bisschen benommen. Ich fasse es nicht. Es hat geklappt. Es hat wirklich geklappt. So entspannt wie jetzt habe ich mich hier schon lange nicht mehr gefühlt. Wirklich? Ja, Sie sind irgendwie ein Naturtalent. Vielleicht sollten Sie das im Unterricht sofort einbauen. Sie meinen, wenn die Schüler stören? Ja. Ein Blick von Ihnen und schon ist absolute Ruhe. Hättest du die Bestmarke geknackt? Dich daneben ist auch vorbei. Ach komm, mach dir nichts draus. Und, gewonnen? Nee, leider nicht. Oh, schade. Und du? Nee, keine Chance. Oh. Wie weit kämen Sie eigentlich bei dem Test? Ja, nette Idee. Käme auf den Versuch an. Aber wie heißt der eigentlich? Ich bin Charlotte Hauke. Perla Krüger. Und auf was für eine Schule geht ihr? Auf das Albert-Einstein-Gymnasium in Seelitz. Aha. Wieso wollen Sie das eigentlich wissen? Ach, nur so. Vielleicht schicke ich euch mal einen kleinen Gruß bei meinem nächsten Flug, ja, von oben. Gehen wir. Entschuldigen Sie mal, Herr Dr. Wolfrack, können wir Sie mal kurz sprechen? Im Augenblick geht es nicht, ich habe zu tun. Ist doch nur eine ganz kurze Frage. Also bitte. Ja, könnten wir nicht tauschen? Tauschen? Was denn tauschen? Benjamin würde gerne seine 6 von neulich gegen eine brandheiße Information eintauschen. Sie haben doch versprochen, Sie streichen meine 6, wenn ich beweisen kann, dass Sie doch hypnotisieren können. Ja, und? Naja, wir haben vorhin aus ganz sicherer Quelle erfahren, dass jemand in Trance versetzt haben. Wer hat euch das denn erzählt? Ja, wir haben versprochen, die Informanten nicht zu verraten. Soll ich euch mal was sagen? Die Informanten gibt es gar nicht. Die habt ihr frei erfunden. Dann haben Sie also Pino nicht gerade in der Eishöhle die Zunge rausstrecken lassen? Und die linke Hand ans rechte Ohr? Wollt ihr mich erpressen? Nein, ganz sicher nicht. Wollten Sie bloß an Ihr Angebot erinnern? Sie streichen die 6. Und wir schweigen für immer. Frau Seifert, darf ich? Ja, aber bitte ganz leise. Geht es ihm wieder besser? Ja, ich denke schon. Sie wollten mich doch anrufen. Ja, richtig, aber er schläft immer noch. Meinen Sie, dass er bis Donnerstag wieder richtig gesund ist? Möglich, aber versprechen kann ich es Ihnen nicht. Er muss. Wieso? Weil mein Visum dann abläuft. Heißt das, dass Sie ihn tatsächlich mitnehmen wollen? Ohne Denise gehe ich nicht zurück nach Angola. Alles ist relativ.
Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.